Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Secretive Simon und zu einem neuen Video. Und zwar gibt es heute mal eine kleine Vorstellung meines Freefall Towers, den ich vor kurzem gebaut habe. Und zwar ist der für ganze 20 Personen. Und das Ganze soll auch ein kleines Vorstellungsvideo für den lieben The Joecraft werden, der ja den Redstone Freizeitpark im Moment am Bauen ist. Und falls du dieses Video siehst, könntest du mich ja anschreiben, wenn du Interesse an diesem Freefall Tower hättest. Und ja, das Ganze funktioniert mit dem Minecart-Armor-Stand-Minecart-Prinzip. Wir können das Ganze hier mal ausprobieren. Und zwar werden wir hier ganz einfach nach oben gezogen, wie in einem richtigen Freefall Tower. Leider gibt es in der Welt hier jetzt nicht so viel zu beobachten. Und im Endeffekt bleiben wir hier oben stehen und die Spannung steigt. Und wir fallen nach unten. Natürlich braucht das ein bisschen Vorstellungskraft. Und wir landen sanft hier unten und die Lampen gehen an, damit das Ganze wieder startet. Das Ganze hat sogar noch einen kleinen netten Effekt. Und zwar, wenn die Minecarts nach oben fliegen, haben wir hier die Armor Stands, die Feuer fangen, was dann noch einen richtig coolen Effekt dazu gibt. Und zwar ist das Ganze hier auf einem Vulkan basierend. Das könnte man natürlich noch vom Design her ändern. Und das Ganze, wie schon gesagt, am Anfang mit dem Minecart-Armor-Stand-Minecart-Prinzip. Hier oben sagt jetzt natürlich, Command-Blöcke, das geht ja gar nicht, aber die sind nur zum Spawnen der Minecarts. Und zwar, wenn wir mal auf diesen Button drücken, erhalten wir nach einer kurzen Zeit diese paar Minecarts, die hier jetzt nach unten fallen. Und hier oben, das sind die Minecarts, in die ihr euch später reinsetzt. Die befinden sich hier auch dort hinten. Und zwar ist das Ganze ein Aufzug. Ein ganz normaler Slimeblock-Aufzug, der extra hierfür angepasst wurde. Und wenn wir mal hier unten auf den Knopf drücken, seht ihr schon, werden die Minecarts hier auf allen vier Seiten gleichzeitig nach oben befördert. Ohne Probleme geht das Ganze. Und oben haben wir dann einen kleinen Kondensator, der hier die Minecarts etwas stehen lässt. Und nach einer kurzen Zeit fallen die dann wieder nach unten und die Spieler fallen ganz sanft auf dem Boden und bleiben dann hier stehen. Ja, das Ganze ist eigentlich relativ simpel und die ersten paar Ebenen, da habe ich mich ein bisschen schwer getan, doch später ist das Design immer wieder das gleiche, bedeutet man könnte diesen Freefall Tower auch noch viel höher bauen. Doch ich würde mal sagen, mit der Höhe von ungefähr 60 Blöcken ist er jetzt, hat er doch schon eine sehr gute Höhe. Ja, das wäre es auch schon mit dem heutigen Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo und dann sehen wir uns im nächsten Video.